Guten Abend. Alle da? Genau. Ihr könnt noch eins vorrutschen, wenn ihr wollt. Das sieht hier so ein bisschen traurig aus. Oder es kommen noch Leute. Gut. Herzlich willkommen zum 76. Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Ich bin Benjamin, ehrenamtlicher Vorstand bei der DigiGES und habe das Vergnügen, den Abend hier heute zu moderieren. Wir begrüßen natürlich auch unsere Zuschauer im Stream. Und der Hashtag des heutigen netzpolitischen Abends ist NPA076, wenn ihr euch in den sozialen Medien in die Diskussion einbringen wollt. Stichwort Internet. Dieser Abend wird, wie gesagt, gestreamt und die Aufzeichnungen sind später im Internet zu finden, unter anderem auf YouTube. Wenn ihr also bei den Frage- und Antwortrunden nicht gefilmt werden wollt, dann geht ihr hinter die Kamera oder in dieses Eingangsportal dort. Genau. Hashtag hatte ich gesagt. Dieser netzpolitische Abend steht im Kontext der Privacy Week Berlin. Deshalb haben wir auch ein Privacy-Datenschutzthema, nämlich Videoüberwachung. Und das sind unsere Sprecher heute. Erstmal werde ich ganz kurz noch was sagen. Das sind 2 Minuten, was gerade die DigiGES so macht. Dann haben wir Benjamin Derin, Jurist zur Videoüberwachung, so ein bisschen Hintergrund, aktuelle Entwicklungen, das Bigger Picture, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann Lukas oder Moritz von Endstation, ich dachte, da stand eben noch, naja. Jedenfalls jemand von Endstation, vom Bündnis Endstation zu den Protesten gegen Videoüberwachung am Südkreuz. Danach wird Viktor von Digitale Freiheit noch kurz die Unteilbar-Demo und die Aktion aus dem digitalen Bürgerrechtsspektrum ankündigen. Dann geht es ums Volksbegehren zur Videoüberwachung oder besser die Arbeit dagegen von Lena. Und schließlich, ein bisschen außerhalb des Schwerpunkts, wird Marie von Nextcloud Simple Sign-Up vorstellen. Also nicht nur Dystopie, sondern auch ein bisschen Best Practice. Zur Not, oder zunächst, sind mir allerdings noch 2 Minuten vergönnt. Was gibt es Neues bei der DigiGES? Es gibt gar nicht so ganz viel zu erzählen, ehrlich gesagt, weil wir sind umgezogen. Ihr findet uns jetzt im schönen Wedding in der Groninger Straße, steht auch auf unserer Homepage, wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, zieht so ein Umzug ein bisschen Ressourcen, deshalb gab es in letzter Zeit gar nicht ganz so viel Aktivität. Ein bisschen was haben wir gemacht, das Schuljahr hat begonnen, deshalb geht die DigiGES gerade auch wieder in Weddinger Schulen und redet dort mit den Jugendlichen über Internet, Smartphones und einen verantwortungsvollen Umgang damit. Eine zweite Sache, die vielleicht erwähnenswert ist, ganz frisch, findet ihr auf unserer Homepage. DigiGES hat eine Stellungnahme zum Rundfunkänderungsstaatsvertrag abgegeben. Klingt erstmal ein bisschen sperrig, solltet ihr euch angucken. Da geht es um Plattformregulierung unter anderem und wie sich das mit den Rundfunklizenzen verhält und ob der netzpolitische Abend jetzt eine Rundfunklizenz braucht. Und drittens, deshalb stehe ich auch hier, damit es am Ende nicht untergeht, die ganze kontinuierliche Arbeit, die vor allem die Hauptamtlichen im Büro machen, das ist gerade vor allem Elke, unsere Geschäftsführerin, die kostet Geld. Ja, solche Stellungnahmen schreibt man mal nicht eben in seiner Freizeit. Deshalb unterstützt uns, wie ihr das machen könnt, seht ihr auf unserer Homepage. Das war's erstmal von mir und ich freue mich auf unseren ersten Sprecher, Benjamin Derin. Benjamin.